Hallo liebe Mitglieder und Fitnessinteressierte. Da der Alltag der meisten Menschen überwiegend im Sitzen stattfindet, bietet es sich an, die Gelenke und Muskulatur durch gezielte Dehn- und Mobilisationsübungen zu unterstützen. Um die Wirbelsäule und die umliegende Rückenmuskulatur stets gesund zu halten, bietet es sich an, den Oberkörper in verschiedene Richtungen zu rotieren. Bei der nächsten Übung mobilisieren wir die hintere Schultermuskulatur, indem wir die Hände zusammenführen und hinter unserem Rücken weit ausstrecken. Ziel ist es, die Spannung ca. 8 bis 10 Sekunden zu halten und dabei gleichmäßig zu atmen. Hier wird gezielt die seitliche Muskulatur der Schulter mobilisiert, indem wir den Arm mit dem anderen Arm, wie man hier sehen kann, fixieren und so auch 8 bis 10 Sekunden auf Spannung hält. Das Ganze geschieht sinngemäß auf der anderen Seite genauso. Hier beugen wir unseren Oberkörper als erstes zur rechten Seite und halten diesen ca. 8 bis 10 Sekunden auf Spannung, während wir das Ganze sinngemäß auf der anderen Seite wiederholen. Hier wird ebenso die Rückenmuskulatur im Rumpf gestärkt sowie die Mobilität der Wirbelsäule. Als nächstes dehnen wir die Unterarmmuskulatur, indem wir uns auf die Matte knien und die Arme vor uns ausstrecken. Ziel der Übung ist es, die Handflächen zu rotieren, in andere Positionen zu bringen und jeweils 8 bis 10 Sekunden auf Spannung zu halten. Um die Bauchmuskulatur zu dehnen, nehmen wir die Arme und strecken sie über unseren Kopf aus und beugen uns mit dem Oberkörper nach hinten und halten diese Position für ca. 8 bis 10 Sekunden. Als nächstes schnappen wir uns ein Hilfsmittel auf Augenhöhe, knien uns auf den Boden und strecken unsere Hände so weit aus, bis Spannung entsteht und beugen uns nach unten. Wichtig hier ist, dass der Rücken gerade bleibt. Als nächstes rotieren wir den Oberkörper, geführt von einer Hand in die jeweilige Richtung. Hier ist wieder zu achten, dass der Rücken stets gerade bleibt. Um die Nackenmuskulatur zu dehnen, greifen wir mit einer Hand den Kopf und ziehen diesen in die jeweilige Richtung, um so Spannung herzustellen. Die Spannung wird ca. 8 bis 10 Sekunden gehalten. Dies geschieht auf der anderen Seite genauso. Zuletzt stehen wir aufrecht und kreisen die Hände ca. 10 Sekunden nach hinten und ca. 10 Sekunden nach vorne. Das war's.